Dass sie hier mittanzen dürfen, verdanken sie ihrem Talent und ihrem Einsatz. 5 Wochen harte Proben haben sie hinter sich. Nicht viel für ein Tanzstück. Fast jeden Tag 4 bis 6 Stunden Training und das nach der Schule. 5 Profitänzer üben mit ihnen die Tanzschritte ein, unter Leitung von Regisseur Guido Markowitz. Moderner Tanz ist für die meisten Neuland, auch für Simon und Corlan. Ich habe vor Ewigkeiten mal Ballett getanzt und das kam halt schon ein bisschen, aber es war so ein Ball und dann runterfallen, wieder auffangen, total neu. Also muss erst dran gewöhnen. 1, 2, 3. Ich habe da schon Aufführungen gemacht und alles, aber da habe ich dann eben nur Flickflacks und so ein Zeug gemacht. Und durch dieses Projekt wollte ich mir mal sagen, ich tanze jetzt mal mehr, als nur rumzuspringen. 1, 2, 3 und 4. 5, Jugendliche an modernen Tanz heranführen, ist das Ziel dieses Projekts. Über 80 Jugendliche aus Hessen hatten sich beworben, zwischen 13 und 21 Jahre alt. Nur knapp 40 brachten genug Vorerfahrung mit, um in dieser kurzen Zeit ein abendfüllendes Stück zu stemmen. Letzte Probewoche. Die Big Band des Hessischen Rundfunks rückt an, mit knapp 20 Musikern. Auch für sie ist das Projekt mit den Jugendlichen eine Premiere. Es ist wirklich für die Jugendlichen das allererste Mal, dass die teilweise Jazz überhaupt gehört haben, Big Band überhaupt gehört haben. Und natürlich eine Inspiration für die Musiker. Ja. And So What heißt ihr Stück. Es handelt von Ablehnung, Wut, Streit und Versöhnung. Kurz von Beziehung. Emotionsgeladen, ihr Tanz. 55 Minuten lang maximaler Körpereinsatz. Die Zusammenarbeit hat sich bis jetzt wirklich super bewiesen. Und wir hoffen alle, dass das wirklich eine erste Mal sein wird von einer langjährigen Zusammenarbeit. Die Jugendlichen würde es freuen. Simon hat es gepackt. Er will auf jeden Fall weiter tanzen nach seinem Abi. Corlan will BWL studieren, aber in ihrer Freizeit tanzen. Ihr erster Auftritt gibt ihnen recht. Die Generalprobe gestern Abend war ein voller Erfolg. Super, so gut wie noch nie, ja, auf jeden Fall. Und bei dir? Ja, alles perfekt. Gut. Ich habe jede Zeit wirklich genossen. Ich habe mich mehr gefreut, wenn es Training ist. Und ich werde alle hier so vermissen, weil am Sonntag, letzter Tag, dann sehen wir uns nie wieder. Es wird so traurig. And So What, noch 2-mal live, morgen in Frankfurt. Ab Mitte der Woche dann in voller Länge auf der Internetseite der HR Big Band zu sehen.